damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke echt für diesen so hammergeilen Support, für die aufmunternden Kommentare von dem letzten Video. Es von dem Perchtenlauf in Bad Waltersdorf. Ich gehe gerade mal die Stiegen so runter. Wir haben 45 Abonnenten. Ich werde mir kurz nicht sehen. Das liegt daran, dass ich erstmal das Licht hier aufdrehen muss. Ja, also ich habe jetzt echt 45 Abonnenten. Das ist echt eine saugeile Leistung. Ich freue mich richtig hart. Also ohne Schmäh, man merkt es mir vielleicht jetzt so direkt nicht an, aber ich freue mich richtig hart. Danke auf jeden Fall für den echt geilen Support, auch wenn mal hin und wieder Hate-Kommentare dabei sind. Ich meine einfach, das muss man durchstecken und das ist ehrliche Kritik und somit finde ich es halt hammergeil. Aber im Großen und Ganzen gibt ihr mir eh nur Likes und so. Also ich kann mich da eher weniger beschweren. Ja, der heutige Vlog ist eine etwas andere Art. Ja, jetzt werden mich die meisten von euch für dumm erklären, verständlicherweise. Aber ja, ich war heute mal so ein bisschen einkaufen, so ein bisschen Winterzeug, halt Gewand und so einkaufen. Und da habe ich so einen geilen schwarzen Pulli gesehen. Und ihr könnt es eh im Titel schon lesen. Ja, ich hab's gemacht. Ich habe mir meinen Merch drucken lassen. Also momentan ist er nur privat, klar. Was will man mit 40 Abos eigentlich erreichen? Ja. Ich gebe nicht auf, werde weitermachen und hoffe euch, dass ich damit euch unterhalten kann, mehr oder weniger. Und ja, jetzt holen wir erstmal meinen privaten Merch ab. Ihr werdet ihn natürlich nachher noch sehen, aber erstmal kaufe ihn euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, also bis nachher. Ciao. So, erstmal hier rein chillen in die Karre. Dann fahren wir mal los, hätte ich gesagt. So, jetzt sind wir hier bei dem starken Geschäft. Also jetzt läuft der noch ein bisschen raus. Dann sehen wir uns drin. Hallo. Hallo. Super schaut aus, ja? Ja. 18 Euro wird es. Ja. Dankeschön. Tschüss. Erstmal rein ins warme Auto. Der Pulli ist jetzt fertig. Wir werden ihn zu Hause zusammen anschauen. Dann bis dahin. Ciao. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand that you brought me. Weg zu Hause jetzt mal. Erstmal wieder rein ins Haus. Mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Und ja, dann werden wir uns eh gleich hoffentlich oben sehen. Bis dahin. Ciao. Und da ist er. Ist auf jeden Fall so hammergeil. Ich schwör's euch, hier so eine Scheiße. Ihr wisst Bescheid, ich weiß nicht, wer halt schon länger meine Videos verfolgt, der weiß diesen Spruch sicher noch. Von dem Pokémon Go Video, das ich damals gemacht habe. Ich glaube, das war das erste Video, was mitten in der Nacht war, wo ich dann auch meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe. Und der hat für mich eine Bedeutung, für die ältesten Abonnenten von mir hoffentlich auch eine kleine Bedeutung. Und ja, also er ist schwarz mit diesem Logo hier. Ich habe den jetzt hier keine Ahnung wo gekauft. Ich sage das mal lieber nicht. Hier mit diesen richtig freshen Kapuzen-Dinger. Kapuzen, ja, ihr wisst, was ich meine. Und hier steht halt noch fett Vlogs drauf. Es ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber so. Soll es gehen, Vlogs auf jeden Fall. Ich werde dann auch noch T-Shirts machen lassen und auf jeden Fall Bomberjacken. Das werde ich auch noch machen lassen. Wenn ihr Interesse an so einem Pulli hättet, dann könnt ihr es mir gerne sagen. Also ich will jetzt nicht hier Werbung machen, aber es ist auch ein Haufen Arbeit, diesen Pulli zu machen. Also es ist jetzt nicht so ohne. Und es ist auch nicht ganz so billig. Also ich zeige ihn hier nochmal von hinten. Auf jeden Fall richtig fresh. Die Kapuze kann man sich schon mal geben. Also auf jeden Fall, ich bin echt stolz auf diesen Pulli, dass ich es wirklich geschafft habe, dass ich jetzt meinen privaten Merch auf den Markt bringe. Naja, auf dem Markt ist er jetzt nicht, aber er kommt.
kommt hoffentlich bald online. Oh Gott, meine Arme sind dünn, Digga. Ich muss mehr essen. Tja. Was geht ab? Ja, also ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Hintergrund hier gesehen. Neue Kulisse, aber die ist jetzt nur für kurze Zeit, da meine Oma schläft genau neben meinem Studio und ich möchte sie halt nicht aufwecken, ne? Also die Oma und die Aufmutter wird dann Eskalation, ja, ihr wisst Bescheid. Ja, auf jeden Fall, ich klatsche schon wieder meine Hände, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, schaut wieder mal vorbei, bis zum nächsten Mal, ciao.